Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 3. Ja, wir haben in der letzten Folge diesen Turm erobert, haben einen Stützpunkt erobert und sind in unserer Hauptmission weitergekommen. Und was ist das hier? Ein Baumstumpf. Wie spannend. So, okay, weiter geht's im Text. Wir haben zu tun, wir haben zu tun, wir haben zu tun, wir haben sehr viel noch zu tun hier. Und zwar machen wir jetzt mal schnell diese Übergabemission. Gucken, wo die uns hinführt. So, und los geht's. Ich bringe die uns ja in die Nähe dieses Stützpunktes, wo wir hinwollen. Oh mein Gott, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Jungs, ich hätte euch fast überfahren. Bin ich richtig? Nein, ich bin falsch. Ach du grüne Neune. Einmal falsch abgebogen und vorbei. Aber wir schaffen's. Ja, gerade so noch. Alter. Oh. Ich hab alle drei erwischt. Aber nichts. Diese war nicht da. Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wir sind wirklich die Klippen runtergestürzt, weil wir zu schnell da reingefahren sind. Hoffe ich, muss ich es nicht nochmal machen. Sam, ich war im Tempel. Ja, ja, wir waren im Tempel, das wissen wir. So, Moment, da war der Turm. Okay, wir sind jetzt hier in Crazy Town. Da ist ein Messerwerfer, da ist die Nordgruppe, da haben wir noch die Jägeraufgaben. Okay, jetzt gehen wir nach Camp Charlie und dann gehen wir da hoch zum einsamen Küstenweg. Und los geht's. Sind wir doch tatsächlich die Klippen runtergestürzt. Oh. Ja, es war aber auch eine knappe Angelegenheit. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Halbes Zeug verkaufen. Ja, war ja nicht viel, was wir da erbeutet haben. Okay, dann gehen wir zurück. Einen Haufen Blätter haben wir. So, wie kommt man hier raus hier? Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Bei den Drogenfeldern. Ja. Ich möchte jetzt aber nicht zu den Drogenfeldern, weil da geht's nämlich hin. Einsamer Küstenweg. Ja, und da gehen wir zu Fuß hin. Moment, stopp. Ein grünes Blatt. Eine Aloe Vera. So, dann mal Gas geben. Es sind ja bloß 200 Meter. Die 200 Meter, die können wir auch zu Fuß gehen. So. Und für heute wird es immer enger und enger und enger. Die Schlinge zieht sich zu und wir werden heute erwischen. So, guten Tag. Oh, das ist ja mal eine geile Position. Das ist ja mal eine geile Position, was wir hier haben. Ich sehe, oder auch nicht. Da ist ein Alarm. Und da ist ein Alarm. Wir werden das erstmal versuchen, lautlos zu erledigen.
Und dann werden wir den Tiger befreien. Gucken wir mal, ob wir auf die andere Seite kommen. Ja, der Tiger beschäftigt die jetzt ein bisschen. Komm nicht an den Alarm ran. Ich komme nicht an den Alarm ran. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Na komm, geht doch mal hier hoch so auf. Ja, die Verstärkung, was sie da bringen, wenn der Alarm losgeht, ist schon immer heftig. So, ich wollte auf diesen Felsvorsprung. Ich sehe ihn immer noch nicht. Jetzt haben wir einen Blick. So, und jetzt können wir unsere große Knarre mal rausholen hier. Und du bist mein erster Soldat. Munition alle. Wege, warum denn? Ach, wegen am Tiger. Na, das tut mir ja leid. Ja, fragt euch, warum ich das immer mit dem Scharfschützengewehr mache. Ganz einfach, weil man die Möglichkeit dazu habe. Und ich nehme an, wenn ihr das mal selber spielt. Hoppala. Werdet ihr das auch so machen. Es geht aber nicht immer mit dem Scharfschützengewehr, das haben wir auch schon gesehen. Wo ist denn da noch einer? Da unten noch zwei. Okay, warte mal. Wir machen das folgendermaßen. Gucken wir mal, dass wir hier wieder hochkommen. Eine gute Schussposition. Oh, das ist ein bisschen tief. Ach, wir müssen den Fallschirm öffnen. Ich kann ja nicht so landen mit den Wingsuits. Macht man ja auch nicht. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. So. Ah.
Ah, jetzt müssen wir halt von hier aus auf die andere Seite gehen wieder. Wenn wir hier hochkommen. Na komm. Irgendwie da hoch. Auf. Ach, toll. Jetzt kommt man nicht mehr hier hoch, ne? Na, vielleicht kommen wir da hoch. Ja, Sperrgebiet, ich weiß. Wir wollen ja auch hier rein ins Sperrgebiet. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber eigentlich denkt man doch, wir haben jetzt so viele Stützpunkte eingenommen, dass sie sich mal drauf einstellen, ja. Dass sie wissen, okay, der Jason, ja, da geht immer so vor und dann müssen wir doch eigentlich mal die Taktik ändern. Aber nein, die bleiben halt da immer stehen, ne, und warten drauf, dass ich da komme und die von hinten quasi aufräume. So, seht ihr? Zack. Und den Tiger mal befreien. Und jetzt holen wir unsere dicke Wumme. Wir gehen hier mal bis in Deckung, dass wir uns nicht gleich sehen. Die hätten noch einen Alarm? Na super. Sind in 30 Sekunden da. Die hätten drei Alarme. Wo war denn jetzt der dritte Alarm? Hier. Na super. Und wo treibt ihr euch jetzt rum? Ah ja. Er hat keine Deckung mehr. Wir sind hier taktisch überlegen. Mann. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, damit dass die drei Alarme haben. Ja, vielleicht lernen sie ja doch dazu. Geht durchs Dach. Können wir nicht schießen, aber jetzt hier haben wir ihn. Oh, da ist nur mein Scharfschütze. Aber wo ist der? Da ist er. Eieieiei. Müssen wir doch noch mal durch die Kamera gucken. Magazin leer! Rücke vor, deck mich!
geht da jetzt gleich runter und da gibt's Ärger. Die machen es mir jetzt aber nicht einfach von hier. Da, ah ja, das sind die mit dem Auto. Ja, da sind sie. Da rennen sie rum. Ich hab euch gesehen. Hier, ah, da sind sie. Einmal, zweimal. Wir kommen von Osten. Ah, da unten bist du. Nicht mehr lange. Oh. Nein. Oh. Ey. Okay. Mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja. Aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In so. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Drei Alarme wissen wir. Ein Alarm ist hier. Jetzt haben sie erstmal zu tun mit dem Tiger. So, und jetzt gehen wir auf die andere Seite wieder.
Na, kommt da hoch. Nein, noch keine Schusslinie. Jetzt aber. So. Gucken wir mal hier durchs nochmal durch, dass wir die alle sehen hier. Na, was ist los? Das ist ein Buggy. Also nicht ein Bug, sondern ein Buggy. Ey, nee. Das ist doch jetzt nicht möglich. Warum macht denn mir das so Probleme heute? Boah, Sam, du gehst mir auf die Nerven. Aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das rüttelt mich wieder auf. Einmal. Muss ich etwas für heute erledigen? Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Scheiße. Egal das. Sind in 30 Sekunden da. Wir kommen von Westen. So, das werde ich nämlich langsam ungehalten. So. So, meine Herren, das war ein Theater, dieser Stützpunkt. Da haben wir ganz schön Munition verballert. Lauf!
Dafür bin ich gemacht. So, okay, dann würde ich sagen, für heute reicht's mal. Das war jetzt gerade ein bisschen nervig genug. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann um unsere Mission wieder kümmern. Du bist hier gerade mal unsere Munition auffüllen. Wie gesagt, einiges verballert, aber das war jetzt aber auch notwendig, dass ich da einfach mal ein bisschen mal gezeigt habe hier, was wir so haben. Ne? So, ja, gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Ja, hier geht's das nächste Mal hin zu Sam. Und dann haben wir eigentlich nur noch dieses Action hier unten. Ja, hier haben wir alles uns freigeschaufelt. Komm, wir fahren da noch hin zum Camp Alpha. So, das machen wir noch in dieser Folge. Dann können wir das nächste Mal nämlich direkt anfangen. So, also dann gucken wir mal hier raus. Und mit diesem schönen Ausblick auf die See verabschiede ich mich mal wieder für heute für euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.